Die Zahl der rechtskräftig verurteilten Personen im Land ist 2015 gesunken. Das geht aus der Strafverfolgungsstatistik hervor, die Justizminister Guido Wolf heute in Stuttgart vorgestellt hat. Entgegen dem Trend stieg die Anzahl der Verurteilungen wegen Diebstählen und wegen Wohnungseinbruchdiebstählen um 18,2%. Außerdem sank die Zahl der verurteilten Jugendlichen um 10,5%.